Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ark Survival. Wohl länger nicht mehr gespielt, aber irgendwann muss ja auch mal unser Haus fertig werden, ne? Dachte ich. Also von daher, so, mir wurde gerade angezeigt, mir ist ein Busch und was kalt. Gewicht, Nahrung. Haben wir nicht eigentlich noch so ein bisschen Fleisch? Nee, wa? Reparieren? Wieso ist denn der Gaul? Hallo. Wie war das hier nochmal mit der Kiste? Dass man da rankommt. Das hat ja auch immer so gut und gerne mal rumgebackt irgendwie. Ah ja. Fleisch haben wir nicht. Kann man das hier nicht eigentlich? So, mach ich nehme das mal rüber. Was ausprobieren. Und zwar, ob man das hier einfach wieder zurückbauen kann, also abreißen kann, wie auch immer. Naja. Dann kann das halt hier alles weg. Die braucht man nämlich erstmal nicht mehr. Dude, Fleisch haben wir jetzt nicht. Aber im Dunkeln weiterbauen, das ist ja auch ein bisschen doof, ne? Haben wir jetzt hier eigentlich so ein. Achso, jetzt liegt das jetzt hier da. Das ist auch fast alle. Wobei, ein bisschen was ist, ne? Oh Mann, ey, wenn man das weiter nicht spielt, ne? Ist halt doch ein bisschen komplexer, das Ganze. So, wie ist es bei dir? Inventar. Du hast auf jeden Fall noch. Ah, guck mal hier. Aber noch ein bisschen Fleisch. Das klauen wir dir nämlich jetzt mal. Inventar öffnen. Soll ich einfach diese rohe Fleisch hier fressen, weil das ist ja auch toll. Liegt das jetzt hier einfach so in das Feuer reinschmeißen oder wie war das hier nochmal übertragen? Guck mal, jetzt kommt er schon von alleine. Cool. Sowas. Müsste ja gleich jetzt auch fertig sein. Beziehungsweise ich kann das ja hier schon mal. Lecker Fleisch. Warten wir mal, bis hier noch was fertig geworden ist. Genau. Und das geben wir nämlich mal unseren Hans Joachim. Inventar öffnen. Nein! Jetzt hab ich das selber wieder gefressen. Sorry. Schön voller Tisch hier halten und dann selber noch essen, war ist auch geil. Sollte das ja gleich wieder fertig sein. So. Mal gucken, ob es diesmal klappt. Ups. Inventar öffnen. Übertragen. So, kick mal, jetzt hast du aber das Fleisch. Libyen brauchst du sowieso nicht. Immer lieber das Fleisch da. Das ist lecker da. Da. Mal so. Und dann. Restet hier erstmal. Das solltet ihr. Wuschum wat game. So. Das sieht hier alles erstmal soweit ganz gut aus. Wird langsam heller, ne? Kann das sein? Aber täuscht das. Oh, täuschen. Was können wir denn jetzt noch schön das machen? Was haben wir denn überhaupt für die? Mir ist kalt. Wieso ist denn mir kalt? Na gut, aber ein Feuer. Für die Herstellung. Was brauchen wir denn überhaupt noch? Blöderweise. Warte mal, wir nehmen jetzt einfach mal hier die Fackel und gehen mal gucken. Wird jetzt schon seit ein paar Tagen, also seit anderthalb Wochen oder so nicht mehr gespielt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo wir überhaupt stehen geblieben sind. So eine Rampe wäre auch noch ganz cool, oder? Ah ja, genau, stimmt. Jetzt haben wir ja hier das. Und dann wollte ich ja eigentlich hier nochmal so eine Treppe anbauen. Genau. So. Machen wir nämlich hier immer das so und dann so. Und dann wollen wir hier oben. Tja, was heißt die Frage? Kommen jetzt Wände oder machen wir hier eine Decke? Als Decke. Ein bisschen die Frage, ne? Kann ich denn hier überhaupt, wenn ich das hier hinsetze, kann ich denn hier runterlaufen? Ja, dann müsste eigentlich gehen. Machen wir da einfach mal. So, dann haben wir hier nämlich nochmal so eine Etage. Und können hier vielleicht nochmal irgendwie eine Kiste oder so hinstellen? Was meinst du, Hansi? Machen wir das da?
Wo sind wir jetzt eigentlich hin? Der ist draußen, ne? Hier. Inventar. Und dann nehmen wir eben mal wieder so ein paar Beeren. So, na gut. Wir brauchen dann somit ganz viel Holz. Ja, ich glaube eh mal. Eine Wand können wir noch hochzimmern, oder? Ich glaube ja. Aber dafür brauchen wir, lass mich raten, ganz viel Holz. Na, was für ein Zufall, ne? Na gut. Können wir mal hier kurz was gucken? Inventar öffnen. Was war denn das hier eigentlich? Achso, Leder. Brauchen wir aber jetzt alles nicht, ne? Dann nehme ich auch erstmal hier hin. Das auch. Steine sowieso. Kann ich nämlich jetzt vielleicht ein bisschen mehr transportieren? So zumindest der Plan. Mal gucken, ob das so funktioniert, oder? Ich habe auch schon eine ganze Menge hier. Dann ziehen wir uns auch mal hier runter. So. Und ballern wir uns erstmal ordentlich so eine Bären drin. So, dann brauchen wir wieder die Axt und dann sieht man wieder gar nichts. Ist ziemlich lange dunkel, wa? Okay. Groß zu verdursten. Ja. Toll. Jetzt bin ich auch noch so langsam. Sind hier schon so weit runter? Ja, tatsächlich. Na los. Wir gehen ins Wasser. Waren vielleicht auch diese Bären hier, ne? Irgendwelche Bären waren ja auch ein bisschen. Irgendwelche Bären waren auch nicht ganz so toll, was so die Befeuchtung betrifft, weil ich glaube, manche haben auch so ein bisschen ausgetrocknet. Gestern auch so wieder herzustellen, genau mal zu verlieren, aber du wirst dabei durstig, genau, das sind nämlich die Dinger. Ach so, guck mal. Weiße Beeren kann gegessen werden, um Nahrung und Ausdauer wieder aufzufüllen und Benommenheit zu verlieren. Nicht schlecht. Oh, jetzt ist mir wieder kalt, oder was? Woran erkenne ich denn das eigentlich immer? Achso, unten Benommenheit. Meine, hier wird ja unten so ein bisschen was angezeigt, immer mal wieder. Ja, so ganz durchsehen tue ich ja immer noch nicht. So, jetzt haben wir natürlich wieder zu viel Zeugs bei. Ja. Mal gucken, gleich, ob es wieder ein bisschen besser wird, wenn wir hier so eine Wände bauen. Ja. So, machen wir wieder Sauerstoff. Zack. Und die Fackel wieder an, genau. Und die immer wieder zu der Hütte. Oh, hier mal das. Wir mal löschen, ja. Muss ja hier nicht unnötig brennen, ne? Brauchen wir vielleicht ja mal wieder. So. Dann können wir hier hoch, dann können wir hier hoch, dann können wir hier. Und dann machen wir jetzt hier so eine Wand ringsrum. Na, ich glaube, vielleicht sogar eine doppelte, oder? Dass wir eine schöne Stehhöhe haben. Ne, ist das ein Projekt hier? Zack. Ja, hier nochmal eh noch hoch. Mal guck mal, so bin ich ja hier mit der Kopfhöhe. Ein bisschen war zu groß, der Kollege. Brauchen ganz, 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 ganz viel Holz, eh. Wo sind denn hier eigentlich die großen Bäume? Da ist einer. Die bringen nämlich ordentlich Holz. Hier ist kalt. Mann, der ist aber auch schnell am Frieren, ne? Obwohl man hier an so einem Baum rumhackt, produziert ja auch keine Wärme, wa? Nein. Also, viele Sachen wurden ja hier tatsächlich gedacht.
Oh, Fasernahmmaschine mehr. Da brauchen wir hier wieder das Ding. Ich gehe durch mehr. Dann hat die und der hat hier wieder mehr Fasern gemacht, oder? Ach nee, warte mal, stimmt. Ist ja Blödsinn. Fasern kamen ja. Die ja einfach so rumlagen, genau. So ein bisschen die Orientierung verloren. Da. So, nochmal herstellen. Geht nochmal, sehr schön. So was? Nicht da lang, war ja. Upsi. warte mal, wir machen den mal aus und dann können wir hier noch so ein bisschen Fasern sammeln. Hier irgendwo? Was ist das Ding? Die Waffe war noch angelegt. Aber man sieht dann auch echt gar nichts, ne? Wirklich überhaupt richtig? Ich glaube ja. Oh, hallo. Oh, warte mal, der hat hier Fleisch und Leder für uns, oder? Wollen wir den mal angreifen? Ich sehe immer noch nichts. Scheiße. Naja, das machen wir mal nicht. Hey, okay. Oh, jetzt ist er weggerannt. Ah, vielleicht kommt er noch mal wieder. Mit der Fackel müsste man da auch zuhauen können, oder? Wo will ich denn überhaupt lang? Ich bin auf dem vielleicht falsch, oder? Ich muss ja da lang. Ja. Das kommt davon, wenn man hier einfach mal nicht aufpasst. Mit dem Dunkeln anfängt Holz zu hacken. Irgendwie kann man die Nacht ja auch überspringen, ne? Mit so einem Schlafsack, glaube ich. Aber auch warum? Kann man halt auch so ein paar Sachen halt ausprobieren und weitermachen. Ich finde das schon okay so. So, dann mal wieder hoch. Und dann bauen wir weiter unsere Außenwand. Was war das E? Zack. Achso, war nur zwei, oder? Oh. So, dann machen wir hier noch eine Reihe rum. Und dann haben wir doch wieder ein bisschen was geschafft für heute. Genau. Hans Joachim ist auch mit einverstanden. So, mal gucken, dass wir wieder irgendwo mal so einen richtigen Baum finden, der auch ordentlich Holz hat. Das sieht hier ganz gut aus. Oh ja, hier ist ordentlich Holz drin. Und dran. Ach, guck mal, jetzt zeigt er mir ja sogar unten auch das mit dem Klotz an, dass ich generell überladen bin. Die ersten Male auch so, ja, bestimmt, weil ich hab's einfach noch nicht gesehen. Bestimmt war das so. Ich sehe halt manchmal Sachen nicht. Ah, guck mal. So langsam wird das wieder hell. So, jetzt hier wieder ein bisschen Material stellen. Oh, guck mal. Nicht schlecht. So, kann ich mich noch bewegen? Oh, so ein bisschen. Fackel brauchen wir auch nicht mehr. Können wir die mal weglegen und noch so ein bisschen Fasern und so ein Quatsch sammeln, ein paar Beeren. Oh, halt ausnutzen hier, ne? Oh, wir haben so einen Turm hier. Können wir jetzt eigentlich schon so eine Rampe oder sowas bauen? Oder muss ich das noch skillen? Das ist ja hier eine Treppe. So, mal gucken. Wo war das hier, ne? Holztreppe, Holzschild, Holzrampe. Siehste? So, Inventar, Herstellung. Da fehlt mir Holz wieder für. Na toll. Und das machen wir aber auch noch. Ja, dann erstmal machen wir hier die paar Wände ran. Weil ich mich wieder so hart überlade. Was gekackt? Schön. Das sind Informationen, die man unbedingt wissen muss. Die man unbedingt braucht.
Das ist chill. So. Jetzt haben wir das. Jetzt können wir hier schon anfangen mit dem Ding hier. Oh, da. Genau. Jetzt haben wir nämlich hier eine schöne Höhe und da kommt dann die Decke rauf. Oh, ich hab ja noch einen. Dann haben wir hier nochmal, wie gesagt, eine schöne Ebene. Da machen wir hier noch die Decken ringsrum. Und dann weiß ich nicht, kann man hier irgendwie nur so ein Fenster oder so was? Oder wir bauen dann nochmal eine Tür und dann mal gucken, wie wir das dann so machen. Aber erstmal dann auch mal zumachen, das Ding hier irgendwann, ne? Aber ich würde sagen, die Rampe machen wir jetzt, ne? Und dann haben wir die Folge doch schon durch, oder was? Also Stück für Stück halt, ne? Und lustig ist, dass es das echt viel Spaß macht. Das war super eintönig irgendwie. Verdursten, verdursten. Da heben wir mal ganz viele Beeren. Zack, zack. Das macht die Flüssigkeit. So. Dann kommen wir mal die Kleinen hier. Was? Dann können wir doch jetzt bestimmt schon die Rampe basteln, ne? Genau. Und wenn man schon mal hier ist, dann nehmen wir gleich nochmal ein bisschen weiter Holz shoppen. Können wir nämlich gleich noch ein paar Wände machen. Kann ich hier so einen Riesenbaum hier eigentlich aufbauen? Tatsächlich. Reparieren. Oh, Nahrung geht auch wieder ein schön runter, oder? Warte mal, jetzt ziehen wir uns hier erstmal wieder rein und dann ganz viele Beeren naschen. Jetzt müsste das ja eigentlich wieder hochgehen, genau. Upsi. Jetzt mal schön Ingo. So, und dann müssten wir jetzt hier wieder so ein bisschen was herstellen können. Wie viele Wände haben wir denn jetzt überhaupt noch gebraucht? Drei? Zwei? Weiß ich jetzt gar nicht so genau. Ups. So. Jetzt können wir eh erstmal kaum noch laufen. Man nennt schon die Sonne? Nee, ne? Die geht dann da hinten irgendwo auf. Oh, guck mal, wirklich schon ein schöner Turm. Aber es ist halt echt mal eine willkommene Abwechslung, so ein Spiel. Ich finde das cool. Aber ganz was anderes. So, das wollen wir jetzt hier mal platzieren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist eine Riesenrampe. Ja. Scheiße. Jetzt dachte, das ist so eine kleine Mini-Rampe. So für hier halt, wisst ihr? Alter Falter. Ja. Das brauchen wir nicht. Kann man die wieder zerstören eigentlich? Wo fallen das? Na, das bringt mir ja auch nichts. Dann machen wir die einfach mal in die Kiste rein und dann. Vielleicht können wir sie irgendwann noch gebrauchen. So, jetzt gehen wir erstmal hier hoch. Ja. Na, hier brauchen wir wirklich noch ein paar. Haben wir jetzt hier zwei. Und zack. Eins, zwei, drei, vier. Brauchen wir noch plus Decke. Was würde ich sagen? Machen wir in der nächsten Folge. Da machen wir dann das Haus hier erstmal dicht und komplett sozusagen. Das macht, glaube ich, Sinn, ne? Nun gut, in dem Sinne, wa? Noch zwei, drei Beeren naschen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.